Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer kleinen Zufallslesung. Ich hatte euch ja heute im Vorfeld mal gebeten, dass ihr mir Zahlen postet zwischen 1 und 640 und hatte mir so überlegt, dass wir auf diese Art und Weise durch Zufall das Programm einer kleinen spontanen Kurzlesung bestimmen könnten. Die meisten von euch werden es schon gemerkt haben, es rauscht im Augenblick ein Sturm übers Bundesgebiet, der irgendwie Bäume auf Bahngleise legt und Dächer abdeckt. Und da solltet ihr sowieso einfach drin bleiben, euch ein bisschen einkuscheln und könnt euch was Nettes vorlesen lassen. So 3, 4 Textstellen, wenn wir wahrscheinlich schaffen, vielleicht 5, wenn wir schnell sind, wenn ich ganz schnell rede. Und am Ende der Lesung möchte ich auch gerne noch eine kleine Verlosung machen und euch eine kleine Osterüberraschung zukommen lassen. Und zwar verlose ich einmal den blauen Spielmann. Wer ihn noch nicht hat, kann ihn hier bekommen. Und insgesamt 5-mal eine formschöne, wo ist sie? Da ist sie. Feuerjäger-Leseprobe. Das ist so ein kleines Heftchen. Und es hat ein hübsches Gimmick. Und zwar, wenn man das so aufklappt, kriegt man da hinten das. Moment, die Dame hat auch einen Kopf. Das Cover als kleines Poster. Zu jeder Leseprobe gibt es ein mit viel Liebe und wenig Sachverstand selbstgebasteltes Texte-Hexe-Lesezeichen. Und all diese hübschen kleinen Gimmicks können euch vor Ostern noch zugehen, wenn ihr dann im Anschluss, wenn ihr gezogen worden seid, mir noch kurz schreibt, dass ihr das seid und wo ich das hinschicken soll. Und so. Okay. Die vielen Vorschläge für Zahlen, die kamen. Die werden wir nicht alle abarbeiten können. Solange hält kein Sturm an. Das ist hier so eine Liste. Aber ich war im Vorfeld schon mal fleißig und habe die schon ein bisschen zugeordnet. Die werden wir nämlich jetzt gleich nach dem guten alten Rollenspielerprinzip auswürfeln. Ich habe dazu hier meinen alten Würfelbeutel wieder rausgekramt. Unter Rollenspielern kennt man sowas, ne? Und da sind neben den normalen sechsseitigen Würfeln und jeder Menge anderem Gruschelkram sind auch solche zehnseitigen Würfel drin. Ich weiß gar nicht, ob man die außerhalb von Rollenspielern auch kennt. Die kann man natürlich prima zu einem Hundertseiter zusammensetzen. Also der eine Würfel würfelt quasi die Einerstelle und der andere die Zehnerstelle. Und auf diese Art und Weise werden wir jetzt gleich mal. Genug geschwallt, lasst uns lesen, die erste Lesestelle ermitteln. Und zwar kann ich euch das jetzt nicht mit der Webcam zeigen, weil da müsstet ihr meinen Schreibtisch sehen und ich glaube nicht, dass ich dafür noch eine gute Entschuldigung hätte. Deswegen würfel ich jetzt hier sozusagen mal einfach so unterhalb der Webcam. Und das ist die 77. Und die 77 ist zugeordnet, die Seite 378. Und die Seite 378 in diesem dicken Schinken. Das ist übrigens auch so eine interessante Sache. Die meisten Leute haben sich irgendwas in der Mitte, Mitte gewünscht. Irgendwie so ein 300 irgendwas, 400 irgendwas. Wir werden also ziemlich mittig lesen. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Okay, wir steigen mittendrin ein. Ich erkläre auch nichts, ich lese einfach los. Ist das so? Sie schöpfte sich Wasser ins Gesicht, um Tränen zu verstecken. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Das ist ja auch so einfach. Vanranessa hob die Hände und ließ sie wieder fallen. Mit dir ist heute nicht mehr zu reden. Ruh dich aus. Ich lasse dir Essen bringen, Schlaf und morgen ist alles wieder beim Alten. Wir werden sehen, dass wir das Beste aus dieser Trollgeschichte machen. Er war schon aus der Tür, als er noch einmal den Kopf nach drinnen streckte. Ich bin überglücklich, dass dir nichts passiert ist, sagte er. Du kannst dir nicht vorstellen, welche Angst ich um dich hatte. Liana nickte und rang sich ein Lächeln ab. Nicht, dass du mir demnächst gegen einen Drachen gehst, hörst du? Warnte er und drohte scherzhaft mit dem Finger. Nein, sagte sie, versprochen. Genug Abenteuer fürs Erste. Er nickte. Schlaf gut. Du auch, Papa. Sie blieb liegen,
bis das Wasser kalt wurde und dachte nach. Wenn morgen wieder alles beim Alten sein sollte, musste sie über Nacht hart werden und unberührbar. Sie musste das, was war, hinter sich lassen, nach vorne sehen. Dieses Leben wollen, das ihres war. Sie wollte so gerne die Prinzessin sein, die dieses Leben wollte. Sie hatte nur keine Idee, wie ihr das gelingen sollte. Schließlich stieg sie aus dem Wasser, rieb sich trocken, bis ihre Haut glühte, schlüpfte in die bereitgelegten Kleider und schlich im Schutz der hereinbrechenden Dunkelheit hinüber zu ihrem Wohnwagen. Erin hatte die Lampen entzündet und in dem kleinen, schmiedeeisernen Ofen ein Feuer entfacht. Lianas Rucksack stand an die Wand gelehnt, neben der Tür. Sie schloss die Tür hinter sich, verriegelte sie und atmete tief durch. Endlich Ruhe! Sie nahm den Rucksack hoch und stellte ihn auf dem Tisch ab. Zuoberst lag ihre Decke, die sie heute Morgen achtlos zusammengeknüllt und unter die Klappe des Rucksacks geklemmt hatte. Tannennadeln und Krümel von Waldboden rieselten aus ihr, als sie sich in Lianas Händen entfaltete und auf den Boden wanderte. Dann kam ihre Ersatzkleidung, starrend vor Schmutz, Gras und Blutflecken und... Seite zu Ende. Das war jetzt eher so der besinnliche Einstieg. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir gleich noch ein bisschen mehr Action. Das ist die Einerstelle, das ist die Zehnerstelle. Und wir würfeln eine 92 und die ist nicht belegt, weil meine Liste nur bis 82 geht. Und jetzt würfeln wir eine 07. Das ist die Seite 17. Warte mal. Sehr viel weiter vorne hätte es fast nicht gehen können. Allein bei dem Gedanken an das Wetter zog Krona die Schultern hoch. Sie hatte gehofft, es würde trocken sein, während sie in diesem Wald unterwegs war. Ihr Körper war nicht mehr sehr tolerant gegenüber regnerischen Nächten auf kalten, durchweichten Böden. Sie stellte sich das Markholt-Erbe vor, eine Kammer voller Gold und Edelsteine, kostbarer Geschmeide und fremdländischer Artefakte. Es würde der jungen Erbin sicher nicht auffallen, wenn irgendwo ein Edelstein fehlte. Ein schön geschliffener, erbsengroßer Diamant und der Winter wäre gerettet. Sie würde ein kleines Haus mieten, weit entfernt von der biederen Halmesholmer Gesellschaft und einfach nur ausruhen, während draußen der Schnee fiel. »Wie viele Mitstreiter habt ihr eigentlich bisher angeworben?«, fragte Fenrir in ihre Gedanken hinein. Sie zuckte zusammen und biss heftiger in das Hörnchen als beabsichtigt. Das ist immer noch die gleiche Bäckerei übrigens. Es war mit Marmelade gefüllt, stellte sie fest, als die rote, noch warme Flüssigkeit ihr über das Kinn lief. Sie fing sie mit dem Handrücken auf und lutschte sie sorgfältig ab, bevor sie antwortete. »Bisher noch keinen. Ich ließ gestern einen Aushang auf dem Marktplatz machen und beauftragte einen Marktschreier mit der Bekanntgabe. Die Interessenten sollen sich heute 2 Stunden nach Sonnenaufgang im Goldenen Horn einfinden. Dann werde ich mal sehen, was ich so zur Auswahl habe.« »Die Auswahl wird nicht sehr groß sein. Dies ist eine ruhige Stadt in einer ruhigen Gegend.« »Das lass nur meine Sorge sein. Ihr für euren Teil überlegt euch lieber, ob ihr dabei seid oder nicht.« »Ich denke, ich bin dabei.« »In Ordnung.« Krona verbarg ihre Erleichterung, die nur seinen Preis in die Höhe treiben würde. »Wenn alles gut geht, brechen wir morgen bei Sonnenaufgang auf.« »Einverstanden«, sagte er und erhob sich. »Und nun brauche ich etwas frische Luft. Das heißt, so frisch man sie eben in dieser stinkenden Stadt bekommen kann. Ich sehe euch später im Goldenen Horn.« Er schulterte seinen Rucksack und schob sich an ihr vorbei. Dicht vor ihr hielt er inne und lächelte. Überrascht stellte sie fest, dass das gelbliche Leuchten in seinen Augen nicht vom Schein der Lampen stammte. Es war die eigentliche Farbe seiner Augen. Ach, jo. Okay. Das ist die Einerstelle, das ist die Zehnerstelle. Und wir würfeln eine 54. Und das ist die... Verdammt, das ist die Seite 3. Feuerjäger, Band 1, die Rückkehr der Kriegerin, Susanne Pawlowitsch. Fertig und weiter. Ja, hätte ich vielleicht ab Seite 9 irgendwie schreiben sollen, ja.
Wir würfeln die 35 und die ist besetzt mit der Seite 17, die hat man doch gerade. Sag mal. Na klasse. Ja, jede Seite ist zweimal belegt, damit nicht so viele leere sind. Und wir würfeln die 59 und das ist die Seite 13. Das mache ich jetzt aber nicht, weil das ist jetzt nämlich direkt vor der anderen Szene und dann wird es doof. Ich würfel einfach nochmal. Weil sonst hätten wir es verkehrt rum gelesen. Wisst ihr, was ich meine? Dann führt nur zur Verwirrung. 97 ist nicht besetzt. 85 ist auch nicht besetzt. Es geht nur bis 82 die Liste. 26. Das klingt doch mal nach einer verwertbaren Zahl. Das ist die Seite 325. Blätter, 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 Blätter. Okay. Wie sie hochgezogen wurde. Halber Satz. Hände streckten sich durch das Loch und nahmen sie in Empfang. Die Luft war klarer hier oben und nicht so angefüllt mit beißendem Rauch. Das Atmen fiel leichter. Jemand strich ihr Haarsträhnen aus der Stirn. Hatschi Schatzi, das ist mein Hund. Es geht ihm gut, keine Sorge. Jemand strich ihr Haarsträhnen aus der Stirn, es fühlte sich gut an. Da waren Leute um sie, ihre Gesichter schwebten über ihr in der Dunkelheit wie blasse Ballons. Ruh dich aus, alles wird gut. Etwas berührte ihre Lippen. Bereitwillig öffnete sie den Mund. Abgestandenes, schales Wasser rann ihr über die Zunge. Sie hustete und schluckte und hustete und versuchte zu atmen. Den guten Schnaps trinkt ihr wieder selber, oder was? Murmelte sie schwach. Wenn du wieder stehen kannst, gibt's auch wieder Schnaps, hörte sie Lomia, bemüht aufmunternd, doch gleichzeitig drang auch ein leises Schniefen an ihr Ohr und sie erkannte die Hände auf ihrer Stirn als Pintels. So viel Blut, flüsterte Pintel, so viel Blut. Sie spürte, wie er mit einem feuchten Tuch über ihre Wange wischte und fing seine Hand mit einer fahrigen Bewegung in der ihren. Ist nicht alles meins, murmelte sie. Das, was aus deinem Bein rausläuft, aber schon, schniefte Pintel. Es tut mir so leid, Krona. Ich hätte schneller sein müssen mit meiner Warnung. Was ist denn eigentlich passiert? Plötzlich war ich woanders. Teleportfalle, erklärte Pintel. Eigentlich ein Klassiker. Ich habe nur nie zuvor einen gesehen. Du überschreitest eine bestimmte Linie oder Markierung und wirst an einen anderen Ort versetzt. Fenrir kam in ihr Blickfeld. Er beugte sich über ihr Bein, sein Gesicht war dunkel. Das sieht übel aus, sagte er. Wir müssen diese Wunde versorgen, und zwar schnell. Ist nicht weiter schlimm, murmelte Krona. Mach einen Verband drum, dann kann ich wieder. Rede keinen Unsinn, Hauptmann, wies er sie zurecht. Du weißt selbst am besten, dass diese Wunde gereinigt werden muss, oder du bist in 3 Tagen tot. Er machte sich an ihrem Hosenbein zu schaffen. Neuer Schmerz riss an ihr und sie stöhnte auf. So, einer geht noch, würde ich sagen. Das ist die eine Stelle. Und wir würfeln eine 16. Und die 16 gehört zu der Seite 234. Und die ist irgendwo hier. Nämlich da. Ach, hübsch. Ja, Zwergen-Action. Pass auf. Legen wir großzügige Kellerräume an, die wir als Lager benutzen. Je tiefer, je besser, um die Waren besonders im Sommer gut zu kühlen. Lomia! Diesmal gestaltete Nardon den Rippenstoß so heftig, dass dem anderen das aufgespießte Stück Spanferkel vom Essmesser rutschte. Wenn wir jetzt sofort gehen, haben wir eine Chance, eine Prügelei zu vermeiden, sagte Nardon, als er endlich Lomias Aufmerksamkeit hatte und wies mit dem Kopf in Richtung der Sidarti, die sich ihren ersten Überblick mittlerweile verschafft hatten und sich nun in ihrer seltsamen Sprache berieten. Wieso? Sagte Lomir irritiert. Was meinst du? Ich meine diese Gruppe Fahrender, die ihren Ärger, worüber auch immer, zweifelsohne bevorzugt an zwei friedlichen Zwergen auslassen wird, wenn diese sich nicht umgehend entfernen. Aha, komplizierter Satz, aber ich weiß, was du meinst. Schön, können wir dann gehen? Nö,
Nadon seufzte tief. Ich habe noch nicht aufgegessen und in meinem Krug ist auch noch was drin, sagte Lumia. Außerdem unterhalte ich mich gerade sehr gut. Es ist ohnehin zu spät. Sie kommen herüber. Hey, 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 sagte einer der Siddharthi, während er sich vor dem Tisch der Zwerge aufbaute, seine Begleiter dicht hinter ihm. Sowas, sowas. Zwerge. Ich wünsche euch ebenfalls einen guten Abend, sagte Lumia gleichmütig, falls es das ist, was ihr mit euren beschränkten Mitteln ausdrücken wollt. Und da sind wir wieder, dachte Nardon frustriert. Keine Minute wird mehr vergehen, bis alle sich hier im Staub wälzen. Warum passiert mir das eigentlich immer, wenn ich mit Lumia unterwegs bin? Einer der Siddharthi hatte sich mittlerweile zu Lumia hinuntergebeugt, der nach wie vor unbeeindruckt vor seinem Krug saß. Das ist unser Platz, auf dem du da sitzt, Dreckfresser, sagte er. So? Sagte Lumia. Sieht mir aber gar nicht danach aus. Ist aber so, sagte der Siddharthi. Okay, ich lese noch eine halbe Seite, ich habe gerade so einen Spaß. Selbst wenn mein Freund hier und ich euch Platz machen würden, was wir nicht tun, wohlgemerkt, könntet ihr euch ja wohl kaum zu fünft auf zwei Plätze setzen, sagte Lumia. Also, warum geht ihr nicht und pöbelt eine etwas größere Gruppe an? Wir pöbeln aber dich an, Zwerg, sagte der Siddharthi. Wir mögen nämlich keine Zwerge. Wir wollen, dass du hier verschwindest, zusammen mit deinem komischen Freund. Für einen, der so viel herumkommt wie du, hast du einen erstaunlich beschränkten Horizont. Geh zurück in deinen Berg, friss Stein und belästige unsere Augen nicht länger mit deiner hässlichen Gegenwart. Ich finde es gewagt, dass ein Schweinegesicht wie du von Hässlichkeit spricht, sagte Lumia. Ich gelte nach dem Geschmack meines Volkes als außerordentlich gut aussehend. Von dir könnte das nur ein Blinder behaupten. Ja, and so on. Ja, ihr könnt euch vorstellen, worauf das dann hinausläuft. Aber wir wollen ja heute noch ein, zwei andere Textstellen lesen. Das ist die einer Stelle. Und wir würfeln einen Moment. Die Tastatur hat es geschluckt. Eine 74. Das ist die Seite 175. Ach, hübsch. Okay, passt auf. Zum Thema Menschen und Zwerge. Sie war an seine blinde Seite gekommen. Er dankte Gror, dass er sie nicht ansehen musste. Wie spät wird es wohl sein? Fragte sie, und ein Schauer überlief ihn, als ihr Atem seine Wange streifte. Mitternacht? Weit früher, sagte er, dessen zuverlässiges Zeitgefühl ihn selbst jetzt nicht im Stich ließ. Noch 2 Stunden bis Mitternacht, würde ich sagen. Sie seufzte. Das wird eine lange Nacht werden. Warum erzählst du mir nicht eine Geschichte? Erzählen? Ich? Du bist wie alt? 114? Älter, als ich jemals werde. Du musst doch irgendwas erlebt haben in all der Zeit. Ich bin kein guter Erzähler, wehrte er ab und spürte gleich darauf ihren Ellenbogen, wie er sich in seine Seite bohrte. Du bist der einzige Erzähler, den ich hier habe, sagte sie. Also streng dich an. Er wagte nicht die geringste Bewegung. Er spürte überdeutlich ihre Nähe und er konnte sich nicht erinnern, je etwas erlebt zu haben, das ihn gleichermaßen verwirrt und eingeschüchtert hatte. Er fürchtete, seine Stimme könne versagen und räusperte sich vorsichtig. Was ist? Sagte sie. Ich warte. Na gut, sagte er und stellte zu seiner höchsten Erleichterung fest, dass seine Stimme ihm gehorchte. Ich werde dir die Geschichte von Gror und den 5 erzählen. Unser kleines Gespräch gestern Mittag hat in mir den Eindruck erweckt, dass du auf diesem Gebiet noch einige Wissenslücken schließen kannst. In Ordnung, sagte sie sanft, ich bin ganz Ohr. Er räusperte sich erneut, ging in Gedanken die vertrauten Worte durch und überlegte kurz, wie sie sich am treffendsten in die Menschensprache übersetzen ließen. Am Anfang war die große Leere, begann er vorsichtig. Der Himmel war voller Sterne, aber sie trugen kein Leben und Gror, der eine, der im Anfang ist, den die Menschen Grandia nennen, schwebte in der Leere. Es klingt schöner in meiner Sprache, unterbrach er sich entschuldigend. Ich habe nie zuvor versucht, das zu übersetzen. Macht nicht,
Macht nichts, sagte sie. Erzähl einfach weiter. Und zu einer Zeit beschloss Gror, die Leere mit Leben zu füllen, fuhr Torg fort. Er sprach, ich will eine Welt schaffen nach meinen Vorstellungen und so weiter ein anderes Mal. So, eine letzte geht noch. Blau ist vorne. Das ist die 82, das ist die Seite 333. Schnapsal, eine Runde Zwergenschnaps. Fensterschlitze. Und auch hier waren die Möbel und Teppiche von der salzigen Luft angegriffen. Lange, leere Regale standen auf der Innenseite des Raumes. Eins davon beherbergte ein verlassenes Möwennest. Jemand hat all seine Bücher mitgenommen, sagte Pintel. Er muss eine riesige Bibliothek gehabt haben. Es ist so schade drum. Ich hätte etwas drum gegeben, mal einen Blick in seinen Bücherschrank werfen zu dürfen. Der hätte dir nichts genützt, versuchte Nardon ihn zu trösten. Sieh dir nur an, was die Luft mit dem Holz hier gemacht hat, seit die Fensterbespannung nicht mehr erneuert wurde. Etwas wie Papier wäre zum jetzigen Zeitpunkt vollständig zerstört oder von den Möwen gefressen. Oder zum Nestbau verwendet, ergänzte Lomir fröhlich. Seid still, Pintel verdrehte schaudernd die Augen. Wenn ich mir das nur vorstelle. Macht nicht so viel Aufhebens um einen Haufen Papier, sagte Fenrir. Kommen wir lieber zum eigentlich Wichtigen. Er deutete über seine Schulter und machte einen Schritt zur Seite. Krona zuckte zusammen. Ein Bett stand unter dem Fenster, von dem noch Reste einer Strohmatratze hingen und graue Fetzen, die einmal Bettzeug gewesen sein mochten. Auf ihnen verstreut lagen braun verfärbte, fleckige Knochen und ein Totenschädel, dem der Unterkiefer fehlte. Du meine Güte, sagte Krona, und das ist... Ja, sagte Pintel traurig, die kümmerlichen Reste eines genialen Mannes. Fehlgeleitet, aber genial. Wer hat ihn so zugerichtet? Ratten und Möwen, sagte Nardon. Es finden sich überall Fraßspuren an den Knochen und das Skelett ist auch nicht vollständig. Sie haben ihn komplett abgenagt. Genau, und mit diesen Worten schließen wir diese launige Veranstaltung. Ich hoffe, ihr hattet 30 bis 85 so viel Spaß wie ich. Zum guten Schluss würfel ich jetzt noch geschwind aus, wer was gewinnt. Und zwar, passt auf, einen Spielmann gewinnt derjenige, der die Nummer 17, die Seite 17 sich gewünscht hat. Da geht der Spielmann hin. Seite 17, Spielmann. Dann Leseprobe und Lesezeichen bekommen die Seite. Schneller lesen wäre von Vorteil. Die Seite 527. Was ist das? Eine 2, also 25. 426, ich male mir das mal auf dem Blatt mit. 18, Moment. Ich sag's gleich nochmal, das müsst ihr euch jetzt nicht alles merken. 13 und 478, haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, genau. Also pass auf, den Spielmann gewinnt der oder diejenige, der oder die die Seite 17 sich gewünscht bzw. gepostet hat. Und Leseproben, Lesezeichen gehen an die Seiten 188, 13, 426, 478 und 527. Die glücklichen Gewinner, herzlichen Glückwunsch, bitte ich nachdrücklich, sich bei mir per PN zu melden, mir da zu schreiben, habe das und das gewonnen. Also bitte nicht mein Haus, mein Auto, mein Hund, das brauche ich alles noch. Und mir die Postadresse schon mal zu schreiben, dann kann ich nämlich den Kram eintüten und kann den morgen zur Post bringen. Dann habt ihr das auch alles noch vor Ostern. Genau, wenn wir jetzt noch 20 Sekunden voll kriegen, haben wir genau 25 Minuten. Ich weiß zwar nicht, was uns das bringen soll, aber die ganze spontane Lesung war ja auch sowieso eher zahlenlastig. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend noch. Habt keine Sturmschäden, geht nicht raus, bleibt drin. Macht euch eine gute Zeit und wir sehen uns
in einem nächsten Video zu einer anderen Zeit. Bis dann!